und Wilker zurück in der Black Forest. Aua. Ja, man muss ja da rein. Ich meine, der fliegt ja nicht so. Was? Ja, nee. Kannst vergessen, der kann ja nicht. Der kann nicht so fliegen, dass der da exakt reingeht. Ah! Fall doch nicht immer da rein! Ah, warum hast du das denn jetzt berührt? Ach Mensch, 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 Mensch. Schön, die Cutscene habe ich jetzt, glaube ich, schon zum dritten Mal gesehen. Vielleicht. Au, ja, ja. Warum hat er sich denn jetzt da hochgekraxelt? Da wollte ich doch nicht. Oh, das sind ja Stacheln. Warum sollte man da hochgehen? Gott, regt das einen auf, wenn das nicht so schießt, wie man es will. Mensch. Du bist doch vorher immer nach da oben geflogen und da von der Wand abgeprallt. Warum tust du das denn jetzt nicht? Jetzt, wo ich es gerade schön gebraucht hätte, dann hätte ich wunderbar darüber springen können. Ich will ja nicht nochmal ein Dingens machen, das sehe ich ehrlich gesagt gar nicht ein. Ich wollte doch gerade abspringen! Er leidet doch keinen Schaden. Jetzt wünsche ich mir noch mehr Reichweite für den Rechtsklick. Au. Lässt sich auch irgendwie drehen, wenn man manchmal das weggeht. Nein. Ich hab doch Rechtsklick gedrückt, alten Mann. Warum springt du überhaupt so weit weg? Ich will nur einen ganz leichten Seitwärtssprung machen, damit ich halt auf der gleichen Ebene bin wie... dieser Schuss. Und dann macht das so heftig, dass ich mich gar nicht mehr bewegen kann. Dass ich einfach viel zu weit weg bin von dem Schuss. Nee.
Warum lässt er sich denn immer treffen? Würde ich jetzt mit meinem Handy angeschrieben? Warum schreibt er mir eigentlich immer auf WhatsApp? Mag WhatsApp nicht benutzen eigentlich. Nein! Mein Gott, Mann! Nein! Nein! Ich drück doch jetzt den Rechtsklick! Halt dich doch mal fest an dem Ding! In einem sicheren Bereich, ja. Ist das hier nicht sicher? Es sind überall Stacheln. Also ich finde es hier schon sicher. Hallo? Halt dich an dem Ding fest! Halt dich fest! Halt! Wie oft muss ich noch rechts liegen? Sag mal, kann der sich nicht daran festhalten, wenn ich das so schieße? Ja, wie denn sonst? Hä? Kann der sich nicht festhalten, wenn ich das so schieße, oder was? Jetzt rechtsklick spammen kann ich auch nicht machen. Was soll ich denn sonst tun? Na, ich könnte probieren. Könnte vielleicht sogar einfacher funktionieren. Hä? Das, was ich vorgeworfen habe, ist wieder runtergefallen. Warum fällt jetzt gar nichts mehr runter? Warum kann ich mich daran nicht festhalten? Weil ich zu nah dran bin oder so? Das kann mal auch keinen Sinn. Ich kann mich ja hier auch festhalten. Ich habe es gerade eben erst gespawnt und kann instant schießen. Das muss doch da dann auch gehen. Ich kann nicht schnell genug ineinander schießen, dass ich einfach... Na, hallo, wo schießt du denn hin? Da oben ist mein Mauscursor. Hallo, da oben ist mein Mauscursor. Hallo? Warum hat er denn jetzt voll Schreck die ganze Zeit geschossen? Hallo, da oben ist immer noch mein Mauscursor. Hallo! Oder ich probiere es nochmal mit einem stinknormalen Walljump. Aber wenn der haut das echt hin. Aber es ist halt definitiv nicht einfach. Ah! Mensch! Ja, genau, so wollte ich schaffen. Warum ging das jetzt so vorher nicht? Ach, mein Gott, Mann. Was hat mir mein Cousin jetzt geschrieben? Er ist... Ah, okay. Er ist früher zu Hause, okay. Ich hab mir schon gedacht.
Wir wollten noch Ox Must Die aufnehmen. Ah, dafür habe ich den da oben gefunden. Okay, das scheint eine Secret Area zu sein. Und dann exploren wir die. Ja. Oh, ganz schön viele Fähigkeitspunkte. Also das klingt auf jeden Fall nicht schlecht, dass die meisten einsamen Gegenstände automatisch absorbiert werden. Ich meine jetzt so. Ich will einfach beides. Aua. Was soll ich denn wissen, dass der Ute mich stehen bleibt? Ich hab den ja nicht gesehen. Ich kann ja nicht nach. Warum zur Hölle hat er mich jetzt getroffen? Das hat er vorher nicht. Tschüss. So. Kann man hier mal runtergehen. Sind das Ice Spikes oder was? Oh ja, wir sind anscheinend eine Ice Area. Okay, eiskalt hier, würde ich mal sagen. Okay, das ist anscheinend nur wieder zum Hochkommen. Frag mich nicht. Ah ja, weil es eigentlich normal ist, mit E zu interagieren in 90% aller Spiele. Deswegen versuche ich das hier ab. Der will mich aber auch verarschen. Okay, friert das dann von selber auch wieder zu? An der Zeit. Kann die das? Ach nee, ich muss von da oben runter, ich sehe schon. So, das war das, was ich machen wollte. Ich wollte ihn wegschießen. So, hier kann man einfach runterjumpen. Oh, und hier kann man wieder hochgehen. Das ist ja sehr witzig.
Eine üppige und grün, jetzt mit Eis bedeckt. Einst üppig, ach so, okay. hä? Auf der Map geht's ja gar nicht nach unten. Okay, gehen wir erstmal nach drüben. Jene, die nicht entkamen, bezahlt mit ihrem Leben. Oh. Kann passieren. Hä? Warum kann mich das da oben weh tun? Ach so. Hier war ich, bevor ich aufgemacht habe. Au. Ach so, lol. Okay, das hat mich aber ein ganzes Stück zurückgeworfen. Ah, egal, das können wir ja mal eben nochmal laufen. Warum kann ich die schaffe ich es eigentlich immer, die zu erwischen und gleichzeitig. Okay. Mit dem Gegner da zu spielen, hat keinen Sinn. Aua. Oh, da wollte ich hin. Okay, gut. Okay, gut, ich denke, irgendwo da oben in der Luft will wohl nichts sein. Schau mal hier runter. Was? Es gab noch nicht einmal in dem Spiel einen bodenlosen Abgrund, woher soll ich denn wissen, dass sowas in dem Spiel überhaupt existiert? Au. Mein Gott, mein Ernst. Da gibt's auf einmal einen bodenlosen Abgrund. Gab's ja davor. Nie. Aber jetzt gibt's ihn davor mal. Wurde wahrscheinlich gerade eingeführt. Was für eine Explosion ist denn der explodiert? Okay, dann gehen wir einfach runter. Lecken das und jumpen wieder hoch. Töten den Gegner, während er uns nicht angreifen kann. Aua. Oh. Der Eingang zu den Elementsruinen. Der Eingang zu den Elendsruinen. Dies ist der Ort, den die
Umo-Heimat nennen. Okay. Um ihn zu betreten, müssen wir zunächst das Umo-Siegel finden und dazu den Nebelforst durchqueren. In anderen Worten, irgendwo da oben. Das heißt, hier würden wir als nächstes hingehen. Interessant. Da würde uns unser Journey als nächstes hin... Au. Als nächstes hinbringen. Ernsthaft. Alter, wie krass habe ich denn das angeschwungen? Ja, solche Stacheln sind schon echt praktisch. Wenn es den Gegner auch wehtun, dann kann das schon einiges helfen. Ah! Mein Gott, Mann. Nein, das speichere ich jetzt nicht. Das war ein sinnloser Hit. Natürlich muss er genau da landen, wo der das hingeschossen hat. Aua, mein Gott, Mann, Alter. Okay. Den Heiler, bisschen Gegner wegschleudern. Aua. Ja, stimmt. Das hier ist das Problem. Und selbst wenn sowas nicht dagegen ankommt.
ist da noch irgendwas anderes Interessantes in dem Bereich? Weil die Gegner echt ziemlich hardcore sind. Na egal. Dann machen wir weiter im nächsten Part. Bewerten nicht vergessen und ciao.